Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Review der Ruggia di Lauria, einem Schlachtkreuzerentwurf der 1920er Jahre, erdacht von Ferdinando Casone. Und wenn euch die Geschichte ein bisschen interessiert, dann bitteschön, habt ihr hier am Ende des Videos dann auch noch den Teaser, wo wir das besprochen haben, wo Ferdinando Casone ein einzigartiges Explosionsgasableitungssystem erdacht hat. Natürlich wurde dieses Schiff schlussendlich nie gebaut. Warum denn auch? Man hatte dann die Roma, die Vittorio Veneto, also die Littorio-Klasse, von daher. Aber ein wunderschönes Schiff auf Stufe 10. Und wenn euch interessiert, wie dieses Schiff dann im Gefecht performt, weit ab von dem, was ich euch hier dann zeige als Gefecht, dann schaltet gerne ein dienstags 19.30 Uhr und donnerstags 19 Uhr zu World of Warships, wo wir alle neuen Schiffe immer speziell nach Release einmal, sobald wir sie natürlich haben, aber das soll kein Problem sein, zeigen und 10 Gefechte fahren. Und mal schauen, wie gut das Schiff ist. Denn dieses Schiff wird schlussendlich für 36.000 Stahl in einem Stahl-Event zur Verfügung stehen, zumindest mit Update 12.7. Später wird es dann irgendwann für Stahl in die Werf kommen. So Wargamings aktuelle Aussage. Ob das schlussendlich stimmt, das ist eine andere Frage, aber ja, warum sollte Wargaming nicht Wort halten? Es dauert dann einfach ein bisschen, bis es nach diesem Event ins Spiel kommt. Wir haben hier ein Schlachtschiff mit SAP-Sekundärartillerie, das ja leider sich zu gut anhört, als es schlussendlich ist. Ich habe sie in beiden Varianten getestet, einfach nur auf Hauptartillerie gespielt und auf Sekundärartillerie gespielt, um ein bisschen vorwegzunehmen. Und die Sekundärartillerie war schwierig umzusetzen aufgrund, ja, aufgrund des Feindes. Wir haben in letzter Zeit immer viele DDs und dann auch U-Boote mit dabei. Die Aufdeckung ist bei diesem Schiff, das keinen Smoke hat, dann ein bisschen ein Problem, um die doch nicht so gute, mit hoher Streuung gesegnete Sekundärartillerie ins Spiel zu bringen. Aber was kann dieses Schiff speziell? Die Panzerung. Wie wir im Panzerungsvideo gestern schon gesehen haben, ist die Panzerung gar nicht so gut auf den ersten Blick. Aber sie, ja, wie soll man das am besten beschreiben? Sie hält ein paar Überraschungen bereit. Beginnen wir nun mit dem Offensichtlichen. Wir haben 32mm Panzerung in vielen Bereichen, natürlich da, wo auch ganz viele normale Schlachtschiffe ihre Panzerung haben. Mehr als die üblichen 32mm als Achter- und als Bugpanzerung haben wir so gut wie nie. Manche Schiffe sind gesegnet mit einer kleinen Russenblechen, wie ich sie nenne, weil die Russenschiffe die bei den Kreuzern zumindest zuerst hatten und sonst die Schlachtschiffe der Deutschen, wo hier noch eine 60 oder 50 oder auch 40 mm Panzerung für die Zitadelle zum Schutz nach vorne gebracht worden ist. Aber die allermeisten Schiffe haben das nicht und so auch die Ruggero di Lauria. Dementsprechend ist hier Overmatch ab 460 mm und eben darüber mit AP möglich. Overmatch bedeutet, diese Panzerung wird einfach ignoriert. Das bedeutet kein Abprallen, wie es normal bei 406 mm oder mit anderen AP, die darunter sind, möglich ist. Oder auch 458 mm. Denn das ist Overmatch 30 mm. Diese 32 mm Panzerung zieht sich dann auf diesem Bereich hier bis zurück. Da haben wir also für das Deck, wo HE eine große Rolle spielt, wo 203 mm penetrieren können oder 152 mm mit IFI, haben wir quasi die Penetrationsfläche hier vorne ein bisschen geschützt durch die obere Panzerung der Geschütztürme mit 170 mm. Leider hier auch geschwächt 19 mm der Aufbauten nach vorne. Wer wisst, 19 mm wird standardmäßig von den 120er und 127er der DDs penetriert, die bis zu 21 mm penetrieren können. Allerdings haben wir auch ohne FAE noch die Smolensk und eine Colbert und diverse andere wie eine Austin, die auch mit Haie schießen können. Aber dieser Bereich hier ist relativ gering und deswegen nehmen wir ihn einmal weg. Darunter kommt ein 120 mm Deck zum Vorschein, wo manche Haie-Bombe von Flugzeugträgern ihre liebe Not haben wird. Generell sieht man auch hier, der hintere Bereich ist ganz schlecht für Haie der Flugzeugträger. Nur der vordere Bereich ist ideal. Aber wie gesagt, ist bei vielen Schlachtschiffen auch so, dass dies der Fall ist. Wir nehmen nun einmal die 32 mm Bereiche Achtern und Bug weg und schauen uns die Zitadelle an. Hinten haben wir sie ein bisschen größer und schwächer gepanzert mit 100 mm und hier die 50 mm Panzerung der Kasematte dafür ein kleines bisschen kleiner. Dann haben wir die Front, wo wir ja oft meist Overmatch bekommen, wenn wir uns nach vorne bewegen. Hier haben wir die Zitadelle mit 300 mm und 200 mm und noch mit 120 ganz tief und oben eine erhöhte Kasematte mit 50 mm. Prinzipiell kann man sagen, der vordere Bereich des Schiffes ragt weiter aus dem Wasser als der hintere Bereich. Bedeutet, wenn wir uns die treffbare Fläche oberhalb der Wasserlinie ansehen, dann liegt das Schiff generell tief im Wasser, hinten sogar noch ein kleines bisschen tiefer.
Problematisch dabei ist nur die Anordnung der Kasematte oder der Panzerung der Kasematte mit ihren Schrägen, weil sie ist gestaffelt. Das bedeutet, hier verfängt sich gerne eine Granate. Wenn wir das versuchen, das gesamte Schiff anzuwinkeln, das wird dann immer in diesem Bereich hier passieren, zwischen 45 und 90 Grad, da wo die meisten Granaten abprallen können, haben wir das Problem, dass dann genau dieser Bereich und natürlich auch gespiegelt auf der anderen Seite im rechten Winkel sitzt und dementsprechend viele Granaten einfach mitnehmen wird. Die Panzerung ist auch nicht extrem mit 50 mm und hier mit 120, hier mit 32. Alles, was hier eindringt, dringt dann auch darunter an die Zitadelle. Danach stellt sich nur noch die Frage, wie ist der Winkel? Vielleicht gibt es da einen Abpraller, wir haben keine Zita und nur eine Pen. Oder die Reichweite oder die Länge, die die Granate... Der Meter, den die Granate durch das Schiff macht, ist zu kurz, sodass die Granate nicht zünden kann. Wir sprechen hier allerdings immer nur von AP. Ja, die meisten Granaten, oder eigentlich alle, durchschlagen keine 120 mm. Zumindest noch nicht, bis nicht die 800 mm Supergeschütze der Russen ins Spiel kommen. Ein Witz, solange bis der Witz nicht wahr wird. Gut, dann nehmen wir einmal die Kasematte weg, damit wir sehen, wo unsere Zitadelle liegt. Die Zitadelle ist auf diesem Bereich fast auf Wasserlinie leicht darüber. Man könnte sagen, sie ist relativ schwierig zu treffen, aber eigentlich, wenn man auf Wasserlinie zielt und einem das RNG hold ist, dann trifft man hier relativ gut. Hier werden sich die Magazine der Hauptbatterietürme oder Hauptartillerie treffen, sogar hier rüber und auch hier. Hier im unteren Bereich, wo die Zitadelle noch einmal mit 350 mm geschützt ist, aber weit über die Zitadelle oder weit über die Wasseroberfläche hinausragt, da haben wir die Maschinenräume für die Antriebe. Dementsprechend wird Wargaming diese Anordnung der Zitadelle gewählt haben. Ihr seht schon 50 oder 80 mm Schräge, während 38 mm Panzerungsstrecke. Das ist relativ einfach zu treffen. Wenn wir hier schießen oder wenn wir auf die Kasematte schießen mit 150 mm, dann ist darunter nochmal 80 mm Schräge. Das könnte bedeuten, auch wenn die Kasematte durchdrungen wird, wird die Granate nach oben abgeleitet und wenn wir Glück haben, gibt es keine Penetration, wenn die Granate nicht genügend Weg durch die Panzerung macht, dass sie scharf ist. Aber gut, das ist eine andere Frage. Frontal haben wir auch wieder hier die abgestufte Zitadellenpanzerung. Das wird also ein bisschen schwieriger, das hier zu verbergen. Allerdings, und das sieht man hier nicht, weil Wargaming gibt uns nicht die gesamte Information, haben wir auch hier in diesem Schiff ein bisschen versteckte Panzerung und die befindet sich im Kasemattenbereich. Wir kommen hier einfach nicht rein. Wargaming möchte nicht, dass wir das sehen, aber es ist zwischen 30 und 50 mm ein bisschen quer ab hier noch und auch hier in diesem Bereich. Dafür empfiehlt sich eine andere Seite, nämlich der Schiffsviewer, wo allerdings eine Mitgliedschaft notwendig ist, die einmalig $10 kostet. Und es ist fragwürdig, ob ihr das im Spiel auch nutzt. Denn, wie gesagt, Wargaming gibt uns hier diverse Panzerungen und Winkel an die Hand, wo es vor allem mit der Streuung und auch der unterschiedlichen visuellen Darstellung der Serverberechnung zum Client kaum möglich ist zu sehen, was jetzt die Zitadelle war und was nicht. Man kann immer nur mutmaßen und dann in einem bestimmten Bereich sagen, ja gut, die muss hier eingeschlagen sein, ansonsten wäre es gar nicht möglich. Dementsprechend, man kann anwinkeln, aber 100% akkurates Anwinkeln ist auch mit unsichtbarer Panzerung kaum möglich. Gut, die Panzerung für ein Schlachtschiff, also ziemlich wichtig. Aber was ist noch wichtig? Die Überlebensfähigkeit. Wir haben 79.200 Trefferpunkte, ist nicht so viel, wie wir uns auf Stufe 10 eigentlich erwarten. Aber gut, das ist eine Entscheidung von Wargaming. Wir haben ja 39% Torpedoschutz, das ist auch ganz okay, ist nicht top-notch, aber damit kann man arbeiten. Dieses Schiff wird höchstwahrscheinlich auch nichts in absoluter Nähe zum Feind sitzen. Die Sekundärartillerie, wie schon besprochen, ist vorhanden. Wir haben 135 mm in 8x2. Allerdings ist die Genauigkeit auf die 7,3 Kilometer Stock, die wir hier bei diesem Schiff haben, 447 Meter mit einem Sigma von 1,0. Weiß nicht, ob man das dann einsetzen sollte, vor allem wenn die Sekundärartillerie Stock 10,7 Sekunden Nachladezeit hat. Das ist ein bisschen fatal. 3000 Max Damage ist für das Kaliber allerdings auch nett, muss man sagen. Die Hauptbatterie kommt mit einem Stock Reload von 30 Sekunden und einem Sigma von 1,8 Millimeter und eine maximale Streuung von, und das ist für 19,25 Kilometer durchaus super, wie ich finde, von, Trommelwirbel, 210 Meter horizontal und 126 Meter vertikal.
Im Vergleich, die Cristoforo Colombo kommt hier auf 184 Meter auf klassische 18,9 Kilometer Reichweite. Also ihr seht schon, wir sind hier direkt einmal 30 Meter schon besser dabei. Außerdem haben wir 457 mm, das bedeutet bei AP 30 mm Overmatch. Das ist ja nicht nur ein bisschen praktisch, das ist schon super praktisch. Ja, wir haben hier SAP und AP, die SAP ist mit 16.600 Höchstschaden mit einer Pen von 114 mm, das Gross an Granaten, die wir verschießen werden. Die AP mit 14.900, wenn wir auf Zitadellenschaden gehen. Ihr seht schon, die Mündungsgeschwindigkeit mit 757 Meter pro Sekunde und 762 Meter pro Sekunde ist nicht so hoch. Man muss also gut vorhalten. Allerdings ist die geringe Reichweite von 19,3 Kilometer hier, naja, auch nicht dazu prädestiniert, auf Sniping zu gehen. Das sind übrigens die Stockwerte. Man kann auch noch das Reichweitenmodul einbauen. Die Frage ist, ob ihr das möchtet. Die Möglichkeit dazu ist definitiv da. Ich bin dieses Schiff tatsächlich auch mit Sekundärskillung gefahren, just for fun. Und das Gefecht, das im Nachhinein gefahren wird, das ist mit einem komischen Hybridkapitän, was ich nicht bemerkt habe, bestückt. Da werde ich euch aber noch einmal die ideale Variante natürlich sagen. Wir haben Luftschlag auf 11 Kilometer. Das ist guter Schnitt auf Stufe 10. Wir wollen hier nicht die Ohio blämen mit 6 Kilometer Reichweite. Die Flugabwehr, Schaden durch Explosionen, 1617 mit 4. Wir können das einmal kurz durchsprechen. Die Abwehr ist okay. Man holt kontinuierlich Schaden bei Flugzeugen rein. Das wird aber kein großer Aha-Effekt sein und nicht die Haupteinnahmequelle dieses Schiffes. Ganz einfach. 7 Anzahl der Granatenexplosionen in einer Salve hätten dem Schiff sicherlich nicht schlecht gestanden, aber man will ja nicht übertreiben für ein Schiff als Entwurf von 1921, da Wargaming immer wieder Lust hat, solche Schiffe zwischen der Zwischenkriegszeit, der Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg hier auf Stufe 10 zu bringen, wie wir auch bei der Jäger gesehen haben. Höchstgeschwindigkeit ist 35 Knoten, super sexy, mit der Flagge noch 36,8. Wir haben eine Windkreisreise von 1000 Metern und eine Ruderschnellzeit von 17 Sekunden, hier nicht gebufft bei mir. Allerdings haben wir eine Stock-Aufdeckungsreichweite zur See von 15,2 Kilometer und das ist mit Doppelkonsument 12,3. Highly recommended, sage ich da nur, dann kann man zugehen, wenn man möchte. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben, wenn wir einmal in die Ausrüstung gehen, gar nichts, was es zu sehen gibt. Wir haben einen normalen Heal, also eine normale Reparaturmannschaft. Allerdings muss man sagen, dieses Schiff kann 33% seiner Zitadelle heilen. Das ist mehr als seine normalen Schlachtschiffkollegen auf dieser Stufe. 33%, weil Wargaming denkt, dass es vielleicht notwendig ist durch die kuriose Zitadellenanordnung. Und das könnte auch stimmen, vor allem aus hohen Reichweiten. Wir haben hier ein Aufklärungsflugzeug wechselbar mit einem Jäger, aber das bedeutet, wir haben nur ein Aufklärungsflugzeug, was wir geschickt einsetzen können. Das hier ist meine Skillung. Ich mag es relativ nah dran. 19,4 Kilometer mit Aufklärungsflugzeug sollten eigentlich reichen. Alternativ für die unsicheren Leute, Feuerleitanlagen Modifikation 2. Hilfsbewaffnung würde ich gar nicht nehmen. Doppelconcealment und dann gehen wir auf Antibrand, denn wenn er auf mittlere Distanz fährt, dann wird genau das Problem sein. Hai und Brände oder theoretisch auch von U-Booten, die sich ranschleichen, ein bisschen Flutungsschaden. Das hier muss raus und wird wahrscheinlich ihre Grundlagen der Überlegensfähigkeit weichen für einen zukünftigen Skill. Keine Ahnung, warum das drin geblieben ist, also für zukünftige Fahrten. Ich weiß nicht, warum das drin geblieben ist. Wahrscheinlich ein Relikt meiner Skillung. Einfach geklickt im Wahn, als ich das Schiff in Sekundärartillerie-Reichweitenmodul oder Modifikation ausgeführt habe. Ich werde euch jetzt ein Gefecht zeigen. Na gut, das erzähle ich im Gefecht. Denn es ist wie immer ein ausgesuchtes Gefecht. Und ja, was haben wir besprochen im Video, was die Panzerung betrifft? Wir werden große Probleme haben gegen Schiffe mit über 460 mm AP-Granaten. Deswegen Musashi Shikishima hier im Gefecht. Wir werden auch große Probleme haben gegen Brände. Deswegen ist hier im Gegnerteam auch eine Malta. Und wir haben genügend Torpedoschaden, der theoretisch zum Verhängnis werden kann, wenn nicht schlau gefahren. Deswegen ein Gefecht, wo ich gern aufs Maul gekriegt habe, um die Panzerung zu testen. Yippee-yay. Naja, so ist es halt. Die schönen Wettergefechte sehen wir dann im Stream. Hoffe ich doch. Dienstags und donnerstags und natürlich auch sonntags. Sonntags aber zu unterschiedlichen Zeiten wegen Hitzewarnung in Österreich. Bei 34 Grad den PC anmachen ist wie Selbstmord auf Raten. Gut, die Lauria im Gefecht. Was kann man über das Schiff sagen?
Man sollte möglichst nicht das einzige Schlachtschiff auf der Seite sein. Wenn ja, dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Denn dieses Schiff hat mit seinen 79.200 Trefferpunkten eine schwere Zeit, wenn es in den Fokus gerät. Anders als bei einem Friedrich dem Großen, einem großen Kurfürsten, einer Preußen, die doch ein Stück stärker gepanzert sind und vor allem mit 105.000 Trefferpunkten ganz anderes Kaliber hier haben, ist es schwierig, eine Seite allein zu halten, wenn man nicht unterstützt wird. Das ist es. Wir sehen hier, die Louisiana kommt ein bisschen nach vorne. Ich glaube aber kaum, dass die uns die Granaten vom Hals halten wird, denn wir sind das einzige Schiff, das aufgeht und dann am weitesten vorne. Hier, die Yamagiri ist gut mit gutem Concealment gesegnet und das U-Boot ist sowieso gut getarnt, denn wenn es keinen Bock hat, dann taucht es unter. Wenn wir einmal schießen, dann sind wir das Hauptziel. Wie gesagt, die Louisiana ist dieser Hybridträger, der wird nicht nach vorne kommen, das kann er auch nicht, wenn er lange Zeit in seinem Flugzeug sitzt, kann er sich nicht wehren, kann ich anwinkeln, kann ich ausweichen. Ist besser, weiter hinten zu stehen. Nun sind wir offen, das ist meistens das Zeichen dafür, dass wir uns drehen sollten, wobei, wie schon erwähnt, die schwache Seite der Panzerung fast hinten ist und vor allem anfällig ist gegen hochkalibrigen Beschuss. Und ihr seht schon, die Schlieffen und die Shikishima und die Musashi kommen alle auf unsere Seite. Das habe ich natürlich gesehen, sobald die das erste Mal offen waren, weswegen ich genau diesen Kurs hier einfahre. Und wo ein normal anderes Schlachtschiff noch ein bisschen besser gepanzert wäre als wir. Und ihr seht, wir haben hier in die Seite die 19.000 bekommen, die erste Zitadelle. Und das war die der Shikishima. Die muss hier tatsächlich in diesen Bereich gefallen sein, direkt steil aufs Deck. Das ist etwas, dem wir nicht widerstehen können. Also im schlechtesten Sinne natürlich, weil Katastrophe. Ihr seht, hier habe ich noch die 9,7 Kilometer Sekt drin. Wie schon erwähnt, fehlerhafte Skillung verfällt in diesem Gefecht ja nicht auf, weil wir die Sekundärartillerie tatsächlich nicht einsetzen können. Ihr seht eh, das Gross der Gegner ist hier. Das hier ist ein Gefecht, wo man sehen kann, wie Panzerung in Kombination mit dem Heal funktionieren. Da muss ich mal kurz nachschauen. Ja, 76 Sekunden ist normaler Heal mit 80 Sekunden Nachladezeit. Aber wenn man das gut einsetzt, dann funktioniert das auch. Und ihr seht schon, wir sind quasi seit der dritten Minute hier in einem Defensivbereich. Auf der linken Seite haben wir eine Schirmen, die uns beschießt. Das ist kein Problem für unsere Panzerung. Wir haben viel 50 mm, deswegen wechselt die Schirmen jetzt hier auf ihre Haar in der Hoffnung, dass wir Brände machen oder dass Brände gemacht werden. Aber ihr seht schon, kaum Schaden wird gemacht. Der hintere Bereich ist richtig gut gepanzert. Sie zielt auch nicht richtig. Sie trifft zwar, Brandgefahr ist immer da, aber es gibt nur sehr, sehr wenig Schaden. Jetzt, wo sie die Aufbauten trifft, die relativ schmal sind, dann kommt endlich der Schaden. Zufälligerweise dann mit dem Schaden auch der Brand, was aber in keiner Korrelation steht. Wie ihr wisst, HE-Granaten machen Splash-Damage mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass ein Brand generiert wird, egal ob Schaden mit genau dieser Granate gemacht worden ist oder nicht. Den Brand können wir locker brennen lassen. Wir sind nämlich auf dem Weg, ein bisschen wegzufahren. Irgendwann werden wir außerhalb der Reichweite der Schirmen sein und solange nicht 3-4 Brände auf einmal kommen, ist das durchaus legitim. Wir wissen, die Balao ist noch hier. Wir wissen, die Schlieffen ist hier auf Abstand. Solange sie nicht auf 12,5 rankommt, ist kein Problem. Bis dahin sollten wir sie versenkt haben. Und wir sind zu viert. Zu viert gegen das Gross des Teams. Unser Vorteil ist allerdings die relativ zurückhaltende Fahrweise der Schirmen hier und dass Montana, Musashi und Shikishima nicht ganz energisch vorgerückt sind, weil keine Lust. Es gibt nämlich kein Breitseitenfeuer auf die Schiffe und da haben wir eine weitere Granate. Das könnte wieder eine Zitadelle gewesen sein in Kombination mit AP-Pen. Aber ihr seht schon, wir sind jetzt schon bei 1,4 Millionen potenziellem, aber immer noch am Leben. Und erst 43.000. Wie schon gesagt, ein Rückzugsgefecht mit einer Panzerung, die viel aushalten muss. Vor allem, wie gesagt, die hintere Panzerung ist nicht so gut theoretisch wie die vordere Panzerung. Was bedeutet das für dieses Schiff? Es wird ein Schiff sein, das großteils auf Hauptartillerie gespielt wird. Die Sekundärartillerie wird dann nur auf 7,7 Kilometer Stockreichweite zum Einsatz kommen. Und das war 7,3, wir werden es gleich sehen. Es sind 7,3 Kilometer bei diesem Schiff. Ein anderes Schiff, das Wargaming erst kürzlich angekündigt hat, hat 7,7. Naja. Und ansonsten wird es eher ein Mittelschlachtschiff, also mittlere Reichweite Schlachtschiff sein. Die AP
setzt man ein, wenn es unbedingt nötig ist, um Zitadellen zu schießen. Ansonsten ist die SAP genau das, was wir brauchen. Der große Vorteil der SAP ist hier das Kaliber von 457 mm. Das bedeutet, wir können echt 114 mm penetrieren. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den 380 mm der Cristoforo Colombo. Das hat man auch schon bei den Schiffen. Oh, ist es die Marco Polo mit SAP oder ist es der andere? Jedenfalls das Schiff mit 406 mm SAP, das hat den großen Vorteil, dass mehr Panzerung penetriert wird. Das ist ein sehr starker Vorteil, meiner Meinung nach. Wie gesagt, und ansonsten ist es auch relativ genau, der Reload mit Adrenalinrausch hier jetzt auf nicht mehr den vorher angegeben 26, sondern ist 22,6 Sekunden. Das Schiff wird dann auch vor allem in Wettrüstengefechten richtig Schaden raushauen, auch wenn die Gefechte ein bisschen länger dauern. Ihr seht schon, der Gegner hat den Fehler gemacht, alles auf unsere Seite zu setzen. Und wir waren schlau genug, mit wir meine ich, weil die Louisiana ist raus, den Gegner so weit zurückzuziehen, wie es möglich ist, ihm Raum zu geben, weiter nachzurücken, um die Seite noch weiter aufzumachen für mein Team, damit mein Team ihn in die Breitseite schießen kann. Das funktioniert alles nur, wenn das eigene Team das auch realisiert, dass wir den Gegner in eine Ecke drängen. Wenn wir hier zum Beispiel alle sterben würden und der Gegner keine Möglichkeit oder eigentlich keinen Gewinn mehr daran sieht oder keine Notwendigkeit, uns hier weiter zu folgen, dann haben wir einen Fehler gemacht. So aber kann sich der Gegner entscheiden, entweder gegen uns anzuwinkeln und uns zu jagen und dem gesamten Rest des Teams Breitseite zu zeigen oder dem gegen unser Team anzuwinkeln, das Richtung B weiter vorstößt und wir können ihm in die Seite schießen. Und was noch viel schlimmer ist, bis zu diesem Moment eine Yamagiri, die Torpedos in die Seite wirft. Und das ist fatal. Zudem haben wir noch einen Flugzeugträger und ein U-Boot hier. Gut, der Flugzeugträger jagt auch uns und ihr seht, wir sind jetzt bei 2 Millionen potenziellem Schaden. Ein absolut brutales Ergebnis, aber es ging auch viel daneben und wir leben immer noch und können immer noch Schaden machen. Das ist der Vorteil. Das, was es dem Gegnerteam an Zeit kostet. Der Vorteil auch der 36,5 oder 36,8 Knoten ist, kein anderes Schlachtschiff kommt uns hinterher. Zumindest keines, das jetzt hier im Gefecht auf unserer Seite ist. Shikishima ist langsamer, Musashi ist langsamer, die Montana ist tot, dementsprechend irrelevant. Und wir haben eine Schirmer mit 36 Knoten. Möchte der in unserer Reichweite sein und dann immer schießen? Wahrscheinlich nicht mit einem Flugzeug drin, der U-Boot hier auf unserer Seite. Dementsprechend können wir auch langsam wieder reindrehen, aber nicht zu weit. Wir werden dieses Gefecht über die Punkte gewinnen und das in einem relativ kurzen Zeitraum. Und ihr seht, wir sind erst bei 70.000. Aber das ist ein Gefecht gegen alle Möglichkeiten. Mit nicht den allerschlimmsten Gegnern, die es gibt im Spiel, aber doch einer guten Ansammlung. Und hier habt ihr es gesehen, 114 mm Pen auf die Musashi. Die hat nur 51 mm Panzerung an Deck. Gut gegen Hai, aber gegen unsere SAP absolut für den Arsch. Die prallt nicht ab, oder abprallen theoretisch schon zwischen 70 und 80 Grad, aber weit weniger als die 60 Grad einer normalen AP-Granate. Wie gesagt, ein enormer Vorteil. Denn das Geile ist ja auch, wir können mit SAP Kreuzer viel einfacher seitlich oder angewinkelt penetrieren. Und wenn es mal nicht oder wenn es mal nötig ist, dass wir AP laden, dann haben wir hier 30 mm Overmatch. Also wir nehmen jeden Vorteil mit, den der Thunder mit seiner AP hat, welche die Preußen mit ihrer AP hat und haben dann auch noch für ungünstige Fälle die SAP. Und das, also eine SAP bei einem Kaliber, wo die HE keinen Vorteil mehr hat, sondern unsere SAP eigentlich die bessere Granate ist. Vor allem, wenn wir dieses hohe Kaliber haben, schießen wir so ungern HE, weil einfach der Alpha-Schaden recht gering ist. Und Feuer, auch wenn man 63% Brandwahrscheinlichkeit hat, RNG ist eine Bitch, muss man einfach sagen. Da braucht man einfach Glück, egal ob 63% und statistisch gesehen eine Fullsalve ein 100%iges Feuer ist. Ballert man dreimal drauf, kein Feuer, dann kriegt man eins, dann wird es gelöscht. Und dann ballert man nochmal sechsmal drauf, kein Feuer. Das passiert uns bei der SAP-Granate nicht. Alles, was trifft, ist ein Gewinn. Übrigens, die Ruggero di Lauria hat auch besseres Sigma als die Cristoforo Colombo. Ja, 1.8 glaube ich zu 1.5. Ne? Dementsprechend ein Gewinn für die Flotte. Und was man nicht vergessen darf, als Schlachtkreuzer eigentlich eine unverschämt gute Panzerung. Wenn wir uns den Schlachtkreuzer der
Deutschland sehen, die schliefen mit 27 mm Pug & Heck. Nicht zu vergleichen. Overmatch dann auch mit 46 mm. Das Problem haben wir nicht. Deswegen dünkt mir, Wargaming hat das einfach ignoriert. Hat sich gedacht, ah, dem geben wir Schlachtschiffpanzerung, aber wir erhöhen die Zitadelle ein bisschen. Es ist nicht so, jetzt wird das Schiff nicht genügend fressen, aber von ausgewählten Gegner. Dieses Ding ist eine absolute Macht gegen Kreuzer. Absolut. Torpedo wäre noch geil gewesen. Aber wir wollen nicht zu viel von diesem Schiff erwarten. Was aber vielleicht eine Idee gewesen wäre, hier nochmal als kleine Anregung, man hätte ihm den Smoke der Italiener geben können, dann hätte man tatsächlich die Sekundärartillerie, auch wenn sie nicht gut ist, doch besser einsetzen können. Das ist, ne, die Pendersec passt, die Genauigkeit ist für den Arsch, die Nachladezeit ebenso. Man bringt es zwar mit minus 20% und minus 10% Nachladezeit dann nochmal ein gutes Stück runter, aber man hätte ein Spaßbild damit erlauben können. Einfach den Smoke zum Anfahren nutzen, damit man in Reichweite kommt, den letzten 1,5 Kilometer bei Aufdeckung überbrücken und dann die Sekundärartillerie arbeiten lassen. Das wäre tatsächlich auch ein Spaß gewesen, den hätte uns Wargaming gönnen können, ohne dass das Schiff zu stark wird. Allerdings gibt es uns dann auch noch die Möglichkeit, es als Flucht oder einmal zum Wenden einzusetzen. Etwas, was vielen zum Verhängnis wird, aber vielen auch den Arsch rettet. Das in Kombination mit den geringen Trefferpunkten wäre geil gewesen. 143.000 Schaden, nicht überragend, aber wird mit Sicherheit ein oberes Drittel in den Stats schlussendlich einnehmen. Ihr seht hier, die Platzierung ist eigentlich egal. Das Gefecht hat auch nur 11 Minuten und 51 gedauert. Ihr seht die SAP, die Granate der Wahl mit 126.000, gab nicht viel Breitseite. Ein großes Problem, was noch nicht angesprochen worden ist, sondern nur kurz umrissen, ganz zu Beginn, ist, wir haben eine relativ geringe Mündungsgeschwindigkeit. Deswegen sind die Granaten relativ, also auf eine bestimmte Distanz, immer noch sehr steil, wo sie auf das Ziel treffen. Man muss also näher ran, um wirklich in die Seite zu kommen. Deswegen ist noch einmal der SAP die Munition der Wahl, wenn es auf mittleren Bereich geht. Mehr kann man, glaube ich, dazu nicht mehr sagen. Ein bisschen Flugzeugschaden haben wir auch noch gemacht. 2,3 Millionen potenziellen Schaden, so etwas wie jedes Schlachtschiff machen sollte. Gut gefressen, leider. Man sieht es hier, erlittener Schaden, 83.000 Raketen, 2 Bomben, wenig, schlecht getroffen. Andere, also Brände, ja, das ist okay, 19.000. Wird ja noch einmal, ja, leider nicht aufgedröselt, wo die Zitadellen hergekommen sind. Man sieht, die hat 28.000, haben wir mit der Hauptbatterie gemacht, aber wir sehen nicht, was die Shikishima an uns für Schaden gemacht hat. Doch hier, Shikishima, 23.000 mit 2 Granaten, eine Zitadelle, eine Pen. Das ist schön zu sehen. Die Schliefen, 5 AP-Granaten, 17.000. Gut, dann war keine Zitadelle mit dabei. Und die Schirmen, 107 Treffer mit SAP, 23.000 und dann HE, 7.000 und dann noch die 2 Brände. Also das hat sich dann gelohnt für das Schiff. Ja, gut. Was sagt ihr zur Ruggero di Lauria? Ein Schiff für Stahl. Ich hätte jetzt einfach gesagt, allein aufgrund des Aussehens ist es für mich ein No-Brainer, dieses Stahl zu holen. Je nachdem, wie dieses Stahl-Event gegliedert ist. Also gibt es da mehr Informationen bei Release am 12.07. mit dem neuen Patch. Einfach lesen, vielleicht covern wir das auch noch. Wobei Patch Notes ist gar nicht so interessant. Aber für all jene, die zu faul sind zum Lesen, warum nicht einen kurzen Abgesang, einen kurzen Abklatsch, was es da Neues gibt. Mit einem Smoke wäre es generell ein Schiff, das ich wahrscheinlich allen anderen italienischen Schlachtschiffen vorziehen würde. Und hätte sie eine bessere SAP oder die Möglichkeit, also in der Sekundärartillerie, oder die Möglichkeit, diese Sekundärartillerie besser zum Einsatz zu bringen, dann wäre das tatsächlich in Kombination mit einer richtigen Schlachtkreuzerlinie der Italiener eine Idee, die Wargaming aufgreifen könnte. Denn italienische Schiffe sind wunderschön und ich wünsche mir SAP, Sekundärartillerie-Schiffe mit Smoke zum Anfahren und mäßiger Panzerung, vielleicht sogar noch ein Ticken schlechter als die der Schliefen oder identisch wie die der Schliefen, dafür nicht so genau mit der Sekundärartillerie wie die Schliefen für eine zweite Linie der italienischen BBs. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.